Seid ihr jetzt alle weg? Nö, wir sind weitergelaufen. Flips empty. Da waren noch ein paar Schaufeln. Du räumst hier um, oder was? Schön den Weg zugebaut, jetzt kommst du nicht mehr hoch, Alex. Wir sind Geister. Echt jetzt? Hey, hier, ich glaube durch den Spiegel zu bauen. Ja, wir müssen durch den Spiegel, oder? Ja. Yep. Also man kann mit ihm reden. A magic mirror. Ich rede gerade von all about them, but never seen one up close mal, before. Hier gehen wir auf improvisierte Nahkampfe. Versuch mal, ob du... Ein Zauberspiegel. Ich bin gerade im Gespräch, Digga. Die hast du alles gelesen, aber noch nie einen gesehen. Okay. Ich würde erstmal den mal den verstehen da unten. Jo. Warte, ich kann nicht buffen. Ja, mach das bitte. Oh, fit. Keine 1. Oh. Alter. Ist das ein Crit? Na, fast. Nee, für den Crit musst du direkt eine 20 würfeln. Okay. The magic is old and wavering, but you selbst wenn du mit it. Den Bonus nur auf 38 kommst, ist es kein Crit. Ah, okay. Wenn du keine 20 würfelst. Mhm. The face is crafted to be pleasing, but the personality is just a reflection of the wizard that created it. Speak your name. Say your name. Namen sagen. I do not know this name. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. Komm, wir lügen, wir sind gleich mal Verbündete. Ich kann es versuchen. Oh, es ist wieder würfeln, ja. Ja, aber ich bin in Einschüchtern nicht so gut wie Alex, oh, oder? Hat nur ein blöder Spiegel, also. Doch, also mach mal Risiko, ja? Plus 1 Charisma kriegst du in Einschüchtern. Ja, ich muss aber eine 15 würfeln, Alex. Das ist halt der Punkt, den ich meine. Schaffst du schon. Du machst eine 18, alles gut. Ich hoffe, wenn das alles so hinhaut. Eine 20. Du schaffst eine 18. 20. 16! Alter, hab ich ein Glück. Heute hätte ich nach Vegas fahren sollen. There is a pause, as those glass eyes take you in. Then... Nice. Oh cool, komm rein. A well-guarded laboratory. What were they hiding down here? Okay. Dann würde ich sagen, schaut ihr euch gerne hier um. Ich muss nämlich mal mir was zu trinken holen und vielleicht noch was Kleines zu essen nebenbei. Oh, aber wir können das nochmal lesen. Also nur lesen. Vielleicht muss Pyler das mal lesen. Was soll ich lesen? Vielleicht kann ich gebe dir mal ein Buch. Und du versuchst das mal zu lesen. Nee, kann ich nicht. Ja, warte, ich zieh's einfach. Achso. Ich hab grad mehrere Sachen bekommen. Ja. Inspiration. Aber XP plus 30, zweimal Inspiration habe ich gerade bekommen. Aber ich kann zum Beispiel Rechtsklick drauf lesen machen. Ja, dann probier das. Aber lesen ist halt nur lesen. Welches Buch denn? Das Nekromantenbuch meinst du, Alex, oder was? Ja, das Buch der. Genau, Nekromantie von T. Lesen. Obwohl. Geht. The book refuses to open. For you, at least. Ah, hier steht verdrehte Bindung. Ein mächtiger Band verbindet dieses Relikt mit seinem Besitzer. Okay. Nee, kann nur das Buch weglegen. Ja. Okay. Dunkles Geflüster flutet den Verstand der Kreatur. Nachteil bei Würfen auf Weisheit. Ich bin jetzt verflucht, Alter. Du hast zu viel gegabbelt. Ja, wirklich. Hacke. Du, ein Altbrecher und ein Verfluchter. Geile Gruppe. So, hier der Altbrecher. Ich bin der Altbrecher und wir haben Verfluchten.
Aber 20 ist ja schon echt krass, Alter. Also... Wieso, davor den Wurf hattest du 20 gehabt? Ja. Aber, ja, aber also, da nochmal 20, weil das ist wettrechnen. Das würfeln zu müssen ist schon echt hart. Mhm. Leute, ich bin mal ganz kurz weg, bis gleich. Was dann? Nova wälzt sich gerade auf unserem Bett. Und eine ganze Kiste voll mit Zaubersprüchen. Pfeiler, komm mal her, dann nimmst du die gleich. Mit Toten sprechen? Erhöht die Magie, Rüstungsklasse um plus 15 Geschicklichkeitsmodifikation. Da ist locker einer dabei, der dann. Magische Rüstung, ja. Mit Toten sprechen, okay. Hexenpfeil, ja, okay. Und irgendwas hast du dich noch gedoppelt. Ich glaube, das Dunkelsicht. Da Dunkelsicht ist eine Schriftrolle, die kannst du vielleicht eher nehmen, David. Und bei dir reinpacken. Weil wenn es jetzt wie in so einer Höhle ist, das so ein bisschen dunkel ist und der Gegner in Dunkelheit steht oder so ein bisschen im Schatten. Wenn du den denn dir reinzeckst und dann mit dem Bogen schießt, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit zu treffen. Weißt du? Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, das macht der eine Aktion... Und du, sagen wir mal, du noch eine Bonusaktion oder sowas hast für einen Pfeil, den du schießen kannst, dann wäre das ja eine kleine Kombi, sag ich mal. Spinnennetz. Ist auch nicht schlecht. Okay, hier liegt ein Schlüssel, glaube ich. Elixier der Giftresistenz. Okay. Schwachstelle. Okay, okay, okay. Ja, Schwachstelle hätte sie doch stacken müssen. Alter, ich bin voll groß. David, ich habe deine Kugel, die du zaubern kannst, habe ich 5-mal als Schriftrolle. Na, lernen sie doch einfach, dann kannst du die Kugel immer machen. Dann kann ich, ich kann doch keine Schriftrollen lernen, oder? Na doch, du kannst Zaubersprüche lernen. Ah, aber es kostet Geld. Oder, nee, nicht Geld. Doch, da steht so, 25 doch. Gold. Naja, 25 Gold sind doch nichts. Dann nimmst du die einfach bei mir raus, haben wir doch. Nee, ich habe ja ein bisschen. Nee, warte mal, das hier. Das hier ist dein, oder? Flammensphäre, beschwört einen wieder ein Gegner. Genau. Ja, genau. Das hier ist... Ach, Schützen vor Gut und Bösen. Brennende Hände. Das ist eigentlich ja alles egal, das kann ich. Brennende Hände hast du so als Fell schon. Ja, aber das habe ich noch nicht. Dann lerne ich das einmal. 100! Ja, dann muss ich mir was von Alex nehmen. So. Hab ich gelernt. Danke, Alex. Ah, warte. Ja, okay, hat er mit abgezogen. Eigentlich habe ich nur 54 bezahlt. 46 hatte ich selber. So. Ja. Soll ich nochmal versuchen, den Fluch aufzuheben, wenn ich das Buch lese? Was ist halt die Frage, was man da für Skills für braucht, finde ich. Weisheit. Der Weisheit hab ich halt. Aber ich kann dir da wie nicht helfen, wie es aussieht. Ich mag den Dachs. Den Frechdachs? Ah, hier rüber geht aber leider nicht. Okay. Ich kann es halt auch mal lesen, aber ich glaube, das bringt nichts. The book refuses to open. For you at least. Das Gleiche. Oh, und ich habe meine Leben wieder voll. Oh, okay, das ist broken. Okay. Ich kann es ja noch mal probieren. Aber du klickst wieder weg. Mal gucken. Ich lese. Feuerraum habt ihr euch noch nicht getraut, wo es die ganze Zeit Boom macht? Oder war da schon drin? Doch, da war Alex schon drin und das hat er ausgelöst. Da habe ich ja das Buch her. Ah, okay. Okay, also wir brauchen einen Key. Ja.
brauche einen krassen Schlüssel hier. Oh, Basiliskenöl verwandelt eine versteinerte Kreatur wieder zurück in organische Gestalt. Hier ist noch ein Hebel, wollen wir den ziehen, oder? Gut gemacht. Brauchen wir bestimmt auch irgendwann, David. Irgendwie. Also wenn jemanden... Achso, jetzt sind wir wieder hier. War nur eine Abkürzung, mal. Ja. Also wenn jemand einen krassen Schlüssel findet, dann bitte... an mich. Bis jetzt nicht. Gut, dann sind wir hier durch, würde ich sagen, oder? Oder nicht? Ja, wir sollen jetzt hier wieder rausgehen, ja. Wollen wir zurückgehen und eine lange Rast machen? Wir sind ja alle ziemlich out aus Zauberspells. Wollen wir das hier unten machen oder wollen wir das hochgehen? Können auch erst hochgehen. Können wir erstmal hier unten machen, gerne. Oder? Und wenn du noch ein Heilspell oder sowas für dich hast, genau, dann setzt du hier vorne noch einen. Ich gemacht. Ah, ne, wir werden ja eh geheilt. Aber egal, das ist ja Zauberei, das geht mich ja, oder? Nicht? Alles. Wir kriegen alles zurück. Alex ist überladen. Ist das ein Bug? Ne, das geht. So. Wollen wir erst nach oben klettern oder wollen wir... Oh nein, ich Idiot. Alex wollte hier machen, dann machen wir hier. Ja, machen wir hier, dann bin ich nicht mehr vergiftet. Also lange Rast, ja? Ja. Einfach ja, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Warten noch auf andere Spieler. Ja, und wenn da jetzt gleich was steht, nicht gleich unten wegklicken. Ich drück gar nichts. Hab nur ja geklickt. Nicht annehmen. Nein, nicht annehmen. Annehmen böse. Nein, nicht annehmen. Okay. So, bin wieder da. Kannst du noch was auf kannst du noch auf annehmen klicken, ne? Nö. Okay. Müssen wir jetzt nochmal? Achtung! Und dann alle auf ja. Genau. Jetzt nicht gleich wegklicken, also auf ja und nicht wegklicken, weil einer muss die Vorräte aussuchen. Jemand im Lager hat Gesprächsbedarf. Steht bei mir. Der da hinten. Der muss leuchtet. Mit dem Quatschen. Der muss so mit dem Quatschen, glaube ich. Kann jemand Ressourcen auswählen? Warte doch mal. Hier hat doch einer Gesprächsbedarf. Warte doch einfach mal kurz, David. Okay, also. Was spricht er? Kommt doch mit rein. Warum habe ich keinen Rucksack mehr? Ich glaube, ich habe aus Versehen mal David meinen gegeben. Er hat zwei davon. Ich nehme mal einen raus. Einfach wieder zurück. Jetzt nicht zuhören. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its... I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle. But I remember drying the boy's tears after.
yelled at to the boy shivering over his mother's ravaged corpse. It makes me angry to think about it still. Angry at the monsters preying on innocence. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Das finde ich auch gut. I shouldn't be surprised. You are a great talent. When darkness falls, you make your own light. The helpless, though, they need the light of others. They're the ones who seek out the blade. Okay, krasser Move. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone. Die ganze Zeit schon sagen, from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. Ah. But that story is reserved for a lifetime, friends. Help him the calmer days. Und ich hab eine Cousine, die hat auch zwei verschiedene Augenfarben. Ein Auge ist braun und eins ist, glaube ich, hellgrün. Also komm in die WhatsApp-Gruppe. Make some room and I'm all yours. Hat jetzt noch jemand Gesprächsbedarf von denen? But that will fit in my pack. Der Hund will gekraut werden. Guck mal, da drüben ist ein Ausrufezeichen. Die hat, glaube ich, Gesprächsbedarf. Hat ein Herz. Oho, Weinerwaufen. Dann geh ich doch mal hin. Nein. Kann da mal jemand anders mit der reden? Ja, ich rede mal mit ich der. Ich loote grad. Ich streiche den Hund. In Ordnung. Okay. Ist doch in Ordnung, sagt er. Okay. Krass. So. Bringen Flaschen viel Geld? Geht. Aber nimm alles mit, wenn du kannst. Ich steck mir so lange was ein, wie geht. Okay, weißt du, deswegen hab ich beides nicht. Na, Weisheit hast du plus 1. In sie eindringen, in sie ich hab eindringen. Weisheit. Dann mach ich Weisheit. Bonusarm? Nee, du... Gerne. Du hättest überzeugen machen müssen, Jusen. Ja, Weisheit wäre auch plus. Ja, Weisheit hätte ich machen müssen. Das ist egal, ich bin jetzt drin. Anschluss. Oh Gott! Ein kritischer Misserfolg sogar. Würfel bloß erneut, Alter. Okay. Kann also, er nicht abbrechen und wir würfeln? Das ist, wenn du verkackst, wenigstens kein Kritik. Oh ja, oh, nice, hast du geschafft. Nice, Jusen. Schönes Ding. Kann man nicht nehmen? Das geht. Jetzt kannst du sie immer noch überzeugen. 18, Alter, was ist denn da kaputt, Alter? Kriegen wir einen besseren Würfel später noch, oder? Vielleicht bessere mich würfeln lassen. Oder so, ja. Ich hab grad das Glück gebracht. Oh. Oh, selbst mit einer plus 4, schade, ey. Ja. Was sind denn alles noch für Türen, Alter? Yeah, sorry. Okay. Ja, dann ist ja jetzt so in Ordnung, jetzt können wir ja schlafen gehen. Okay. Ich war noch nicht fertig. Ich will übrigens einmal kurz drüber gucken. So, ne, siehst du da hinten? Da ist auch noch was. Hm.
Looks empty. Ich bin auch schon wieder überladen, glaube ich. Jetzt hinten noch weiter. Wir können ja nach der Rast nochmal zum Händler gehen und von da aus dann wieder los. Ja, ich würde auch sagen, dass wir erstmal verkaufen. Sofort. Ich habe uns gerade noch was gefunden. Steck ist ein. Und Keule. So. Ach, cool. Ich habe durch das Buch jetzt einen Nekromantie-Zauber des dritten Grades gekriegt. Mit ja. Toten sprechen. Mhm. Habe ich aber auch schon als normalen Zauber. Oh, aber echt. Aber im Kampf bringt dir das leider nichts, oder? Nö. Aber ich bin da auch nicht geübt drin anscheinend. Nee. Kann keine Zauber wirken im Umgang mit angelegten Stiefeln nicht geübt. Nee, da stimmt, das wollte ich vorhin schon sagen. Deine Stiefel machen dir eventuell einen Debuff. Wahrscheinlich muss Yuzen das tragen, weil der ist auf mittlerer geübt. So, ja. Dann gibst du mir, dann kriegst du meine. Aber ist eigentlich ja. auch ganz gut, wenn er ganz hinten wieder steht und nach vorne rennt, dann macht er erstmal ganz viel Damage schon, ne? Ja, dann gib mir deine athletischen Dinger da. Ja, bist du aber auch nicht geübt. Ist auch wieder mittlere Rüstung. Ja, okay. Ja, dann kann die irgendjemand anderes haben. Digga, der Einzige, der eine Rüstung trägt, ist Yuzen und der trägt Schwere. Wir haben keinen mit mittlerer Rüstung. Nee, es geht ja nur darum, dass du geübt bist in mittlerer Rüstung. Ja. Aber dafür musst du ja auch tragen können, oder? Nee, kann ja von der Nation aus sein auch. Dass du ja, das... genau. Also ich habe jetzt einfach nur Lederstiefel wieder angezogen, ja? Oder soll ich die anlassen? Nee. Nein, ich habe dir Füße reingelegt, die blauen da, die sollst du anziehen. Musst du mal ein bisschen nach unten scrollen. Ja, genau. Ich bin mittlere Rüstung noch. Ich kann die tragen. Ja, dann nimm du die. Warum hast du denn diese Leuchterüstung nicht an, die bei dir unten im Inventar ist, sondern irgend so eine stinknormale? Dicke? Mhm. Ja, weil wegen den Tieren. Ja, na, weil Untote allein, also die hätte ich jetzt bei den Dings anziehen können, aber wenn Tiere mir schaden, kriege ich mehr Schaden. Mhm. Und ob jetzt Untote oder Tiere, naja. Ich habe die Stiefel reingelegt, magst du mir deine Stiefel geben? Wieso, du kannst doch die Stiefel anziehen, ne? Nee, ich dachte, er soll sie jetzt anziehen. Über was redet ihr die ganze Zeit? Zieh sie wieder an, Yuzen. Ja, zieh doch einfach bitte die blauen Stiefel da an. Und David zieht seine da wieder an, genau. Ja, worüber habt ihr denn gerade gesprochen? Über die Rüstung. Nicht über die Stiefel. Ach so. So, können wir jetzt die lange Rast machen, oder? Achso. Nee, immer noch nicht. Ich hab an dem Klicken. Achso. Hui. Genau, Pilar wird jetzt auch nicht auf Abbrechen klicken, ne? Naja, nimm mal die Flaschen erstmal, dass wir ja Platz haben im Inventar. Weil du siehst ja, wie viel Lagervorräte das alles gibt. Oh, okay. Da müssen wir halt möglichst auf 40 kommen. Aber ich würde halt den Kleinkram erstmal raushauen, ehe wir die großen Sachen verbrauchen. Ja, genau. Also baller ich jetzt alle Flaschen rein, ne? Ja. Ja, genau. Obwohl, das sind die wir auch anwenden können. Ja, so. Okay. Ja, aber das machen wir ja sowieso nicht erstmal. Ja, gut. Das ist doch bloß Wein und so. Ja.
Außerdem verstehe ich das sowieso nicht mit der Aktion. Was soll das im Kampf bringen? Also da steht doch nichts. Na, die vorher zum weiß ich gar nicht, ob du die dann anzünden kannst. Brauche ich nicht. Ja, gut. Wein drauf wirfst. Aber dann noch lieber als Lagervorrat benutzen, also ganz ehrlich. Du hast schon viel zu viel. Was passiert denn, wenn viel zu viel wäre? Was passiert denn, wenn ich so jetzt machen würde? Das würde mich mal interessieren. Ich habe ja die ganzen Flaschen gerade unten großteils im Keller gefunden. Ja, aber mehr als alles voll machen kannst ja nicht. Na doch, geht doch. 81 von 40. Ja, ja, aber wir können nicht mehr als 100% Zaubersprüche wiederbekommen. Weißt du? Ja, also, das hätte ich gesagt, probier erst mal 41, bevor wir jetzt hier alles, sag ich mal, ins Nirvana schicken. Ja, wo wir den halben Prozent dann merken? Also, okay. Oder wenn dann irgendwas angezeigt wird. Egal, ich meine jetzt 48. Oh, vielleicht kommt einer in der Nacht vorbei wieder. Wir werden am nächsten Tag verkatert, weil wir so viel weinen. Genau, nachdem wir so viel gesoffen haben, haben wir ihn nichts mehr mitgekriegt. Durch den Einsatz von Alkohol. Sag nicht, das hat eine Auswirkung. Nice, und ich bin nicht mehr verflucht. Das ist sehr gut. Soll ich jetzt das Buch nochmal lesen? Ja, ist halt die Frage, weil... Ne, den hast du den Spruch immer noch? Ja. Okay. Ich hab das Buch. Ich weiß nicht, weil Peiler halt dran interessiert ist. Eventuell, wenn er das liest... Ja, aber das haben wir doch jetzt schon ein paar Mal versucht. Achso. Das geht doch nicht. Er kann nee, aber die, die Bindung ist nicht mehr, die Bindung ist nicht mehr dran. Schiebst du mir rüber. Ja, warte. Dann versuche ich mein Glück. Oder Unglück. Ja. Warte. Aber einen Händler sollten wir auch nochmal aufsuchen, bevor wir weiter starten, oder? Ja. Das machen wir auf jeden Fall noch. Jetzt lese ich's, ja? Probier mal. The book refuses to open. For you, at least. Nö. Kann wieder nichts machen. Ja, weil der Kennzeichen drin ist. Das ist es, glaube ich. Du hast ja vorhin so ein komisches Ding in sein Maul da reingemacht. Und seitdem ist es ja drinne. Deswegen, verdrehte Bindung hast du, okay? Ja, die Bindung ist immer noch da. Ja, okay. War das gerade nur ein Anzeigefehler, so gesagt, oder was? Na, vorhin konnten wir es ja nicht mal rüberschieben. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr verflucht von dem Buch. Okay. Aber ja, ich bin immer noch sein Besitzer. Ja, aber das Buch konnten wir ja vorhin nicht rüberschieben, jetzt ging's. Ja, na, durch die lange Rast wahrscheinlich. Aber, ja, ich brauche trotzdem noch einen Schlüssel für das Buch, um da irgendwas zu machen. So, ich würde aber jetzt trotzdem erstmal gerne irgendwie... Mann, das wollte ich noch nicht. ...in die Stadt. Auch zum Händler. Ja. Achso, ne, wir können uns ja von hier teleportieren. Umgebung von Smarter Heinz? Ja, ich glaube, ne? Vielleicht haben die durch die lange Rast jetzt auch wieder Geld. Gucken. Das war nice. Können wir dann vor dem Händler hier erstmal einmal speichern, bitte? Achso, ja. Ja, tut alle da? Nee. Heiler kommt. Gut. Ein Moment. Wir sind da. Gespeichert. Haben wir. Erfolgreich gespeichert. Mhm. Ja, der hat wieder Gold. Nice. Nice. Rauben wir ihn aus. Machen wir ihn nackig. Ziehen wir ihn aus. Was der so hat.
ich hätte eine schwere Rüstung hier mit 15. Körperlicher Beistand. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Stärke-Rettungswürfe und Stärkewürfe. Oh, das ist gut, ja. Für Usen eigentlich, oder? Ja, naja, klar. Aber schwere Rüstung, ich weiß nicht, ob ich die tragen kann. Mach mal, warte. Mal gucken. Was sind die untersuchen. Rüstungen. Ah, Usen hat nur mit leichte und mittlere Rüstung. Die schwere kann, macht wieder seinen Kampfrausscheider weg. Aber Schilde kannst du auch tragen, Usen. Und nicht mit einer Zweihandwaffe. Wird schwierig. Nee, aber du bist auch auf Morgenstern und sowas und also auch Einhanddinger. Jo, da ist so ein Streitkolben und Morgenstern. Aber wenn du aber ich nehme mal die Heiltränke mit von dem Typen, ne? Wer packt da jetzt gerade alles? Wer packt da alles gerade bei mir rein? Leute, wer packt da gerade alles bei mir rein? Weiß ich nicht. Ich nicht. Tyler? Tyler ist das. Tyler, ich verkaufe nicht, warum gibst du mir jetzt alles? Kannst du Alex geben, der muss Ecket nicht machen. Aber es ey, ist ganz ehrlich, was ist das? Was denn das jetzt für eine Logik? Hör mal bitte auf. Wie für das, Jude? Falls der David nicht mitbekommen hat, ich hab dir auch noch was ins Inventar gepackt. Ich glaube, ich muss den Peiler gleich mal schubsen. Oder an ein Tier verwandeln. Trau dich. Nein, wir haben gerade unsere Spells im Leben aufgefüllt. Okay, ich hätte hier auch noch einen Ring. Der Träger erhält einen Bonus von 1d4 auf Schadenswürfe. Und war auch wieder was für Usen, oder? Nehme ich auch mal mit rein. Obwohl, wäre das für Alex auch was, oder hast du schon einen Ring? Nö, Alex ich hab hat noch keinen gar keinen. Ring, nein. Ich habe auch keinen Ring. Bei Hieb, wie bin ich? Ich habe einen Hiebschaden bei brennenden Zielen. Okay, schön. 1 bis 9, Drachengriff. Ich hab, okay, ich hätte auch noch einen Ring für Usen. Kann ich ihm einfach Schnauze draufziehen? Das geht nicht. Packen wir oben rechts hin, ja, Jose? Ich habe sogar eine Kette, gucken. Alex, die mit Toten sprechen kann, ne? Die ganze Zeit um. Wenn der Träger einen Zauber wirkt, der Giftschaden verursacht, wirkt dieser mit? Ich habe aber gar keinen Giftschaden. Ich habe Giftschaden. Was macht der? Hier ist ein Kampfstab. Ja, habe ich dir oben eingepackt in der Mitte. Peiler, hörst ja du kurz zu? Hier mach ist ein ich Kampfstab, 0 bis 7 Schaden, vielseitig. Regentänzer, Wasser erschaffen, Verwandlungszauber des ersten Grades. Ja, ist auch gut. Wasser erschaffen ist auch gut, das kann ich unter Strom setzen. Weil es regnet auf einer recht großen Fläche. Ich glaube, die ist vielleicht sogar noch ein Stück größer als die Ölpfütze. Also die Fettpfütze. Und dann kann ich einen Blitz drauf machen. Und nehme ich mal mit, das Ding. Ja, und ich habe nur 0 bis 5 Schaden und der macht wenigstens 0 bis 7. Mhm. Ich meine, meine Stäbe sind auch eine Wuchtwaffe. Also wenn man jetzt nochmal auf Usen seinen Ring guckt. Aber ich schlag halt so selten zu. Und krieg auch seltener Schaden. Usen ist ja der Tank, da macht der Ring bei ihm auf jeden Fall mehr Sinn, finde ich. Hier ist auch noch eine leichte Rüstung mit Rüstungsklasse 12. Du erleidest ein weniger Wuchtschaden, den habe ich auch mal mit reingenommen. Ja, das wäre ganz cool, weil ich habe gar keine Rüstung. Ja, meine Rüstungsklasse ist 15. Ach nee, warte mal, ich bin ja nur Leder, ne? Das ist nicht mal leichte Rüstung, oder? Ich dachte, du hast leichte Rüstung. Okay. Muss doch mal gucken, was du verkaufen kannst, Alex. Also bei uns im Inventar jeweils ist auch noch was drin.
Ja, ich hab erstmal nur bei dem durchgeguckt. Ich habe noch gar nichts verkauft. Ah, okay. Wir müssen erstmal warten, weil ich glaube, sein Inventar ist wieder voll. Wir können ja erstmal nichts verkaufen. Dann müsst ihr erst wieder raus aus dem Händler und dann wieder rein. Nee, ich muss nur tauschen drücken. Dann könnt ihr was reinpacken wieder. Da da dann dann. Unterwäsche. Ich sag ja, es geht nicht. Ich muss erst tauschen drücken, Jusen. Gedulde dich. Ich sag dir Bescheid. Okay. Behältst du erstmal die Gift-Robe oder wie man das nennen soll, aus Stoff oder was, David? Weil dann kannst du ja auch immer hin und her wechseln. Ich meine, sie hat ein weniger Rüstung als das, was du hast, aber dafür ist ja, der Effekt meine, halt gut. Willst du die Elfer haben oder hast du schon eine Rüstung? Ne, ich habe erstmal keine. Ich nehme erstmal die Elfer, gerne. Achso, warte mal, erst ins Inventar und dann nach oben ziehen. Und dann hast du ja noch die andere. Ja, das war eigentlich auch mal gut. Nee, andere kann auch jemand anders haben, weil dort da ist das Problem. Ich habe mein Geschick ist auf 2 limitiert. Und Pfeil und Bogen ist bei mir auch Geschick. Mhm. Ja, die hätte Jusen mal vorhin anziehen müssen. Oder Alex. Weil das hat nicht gezählt, wenn du mit dem Bogen schießt, oder? Hm? Wie bitte? Das bringt doch nichts, wenn du mit dem Bogen schießt, die Rüstung. Oder verstehe ich das falsch? Nee, die andere Rüstung, wenn ich die anziehe, wird mein Geschick nur auf 2 limitiert. Ja, genau. Und die Rüstung bringt dir aber nichts, wenn du nur mit dem Bogen angreifst, oder verstehe ich das falsch? Bogen ist mit Geschick. Ja, ja. Das aber heißt, ich meine, dieser Bonus, der da steht. Ihr könnt mir wieder was reinpacken, ne? Nee, ist wieder voll, sehe ich gerade. Auf jeden Fall ist die Rüstung. Ich habe ein bisschen was reingeballert. Rüstung ist nicht gut für mich. Ihr könnt bei mir jetzt den Ring, die Rüstung und den Kampfstab rausnehmen. Ringtänzer ist der Stab, wa? Ja. Der ist für Pyloros. Du brauchst die Rüstung ist für mich, denke ich. Nee, für aber Alex, du kannst doch die Rüstung tragen. Die ist eins besser als deins und du kriegst eher Wuchtschaden ab. Mhm. Ja, dann nehme ich. Ich nehm's mir aber nicht einfach, also. Nee, darfst du gerne haben. Wollt euch ja wenigstens zeigen, was ich hier einkaufe. Und Jusen, entweder du den Ring, den du gekauft hast, oder Jusen. Da müsst ihr euch mal entscheiden. Tarnswürfe, Also ich hätte ihn gerne. Ja, kann gerne mit der Combo aus dem anderen Ring ist das eigentlich schon ganz fett. Oder kannst du den nochmal kaufen? Nee, leider nicht. Gib nur einen. Kann gerne Jusen haben. Ich nehme dann die Rüstung. Ist in Ordnung. David, du kannst doch mittlere Rüstung auch, oder? Ich kann mittlere Rüstung, ja. Hier gibt's auch noch mittlere Rüstung. Gleichgewicht. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Gleichgewichtsrettungswürfe und Gleichgewichtswürfe. Hat Rüstungsklasse 13. Hm. Nee, oder ist unten wieder Geschick. Geschickbonus ist auf 2 limitiert. Ja und? Hm. Dann mache ich weniger Schaden mit Pfeil. Achso, okay. Na gut, ich hatte mal 2 Wiederbelebungsrollenringe gemacht. Merci. Ich glaube, ist okay. Axt kannst du nicht anfangen. Nee,
Das sind alles zu verkaufen, was du mir gerade mal wieder gibst. Jo. Ich sortiere gerade ein bisschen. Ja, aber das wäre eine Rüstung, die kann der Pfeiler, glaube ich. Nein, ist mittlere. Das hier kann Alex eigentlich nur verscherbeln, das gebe ich ihm gleich. So. Ach, David hat ja auch noch Inventar halb voll. Was ja, kann er mir geben? Ihr könnt mir wieder was reinpacken. Braucht man eigentlich die ganzen Kräuter für Alchemie und sowas? Na, die kannst du in deinen Beutel reinmachen. Die Kräuter. Ich habe keinen Beutel. David hat wohl meinen anderen. Aha, vielleicht aber auch mal rübergeschmissen. So. David hat generell wohl noch mal einen Rucksack gefunden. Er hat zwei Rucksäcke. Ah, ja, yeah, auch. Super. Nee, Alex nicht. So. Soll ich jetzt die Sachen mit Aktion auch verkaufen oder nicht? Also so eine stachelige Knolle hier, die werden wir doch nie werfen, oder? Macht einen Schaden. Ja, wow. Aber benutzen wir das jemals oder? Nee, hey, verkauf. Pause weg. Keiner von uns macht doch die Aktion quasi damit, oder? Nee, glaub nicht. Dann doch lieber das Gold nehmen. Müllen uns ja nur damit zu. Die Steine, David, muss man die aufheben, die du da im Inventar hast? Hm. Okay. Den Amethysten haben wir gerade in das Buch von dir gedrückt. Ah, okay. Hm. Ich hab dir mal ein bisschen geholfen. Tintenfedern brauchen wir doch nicht, ne? Das kann doch alles weg. Pfeile brauchst du, die scheiß Schale kann weg. Das auch. Die Bücher für. Die Bücher könnt ihr mal alle in eure Truhen reinpacken im Lager. Das habe ich auch gemacht. Okay. Falls wir die mal brauchen sollten, irgendwie. Noch mal eine Schaufel, ich lass mal David die Schaufel auf jeden Fall. Falls wir doch mal eine brauchen, hat er auf jeden Fall eine. Ich acht Schaufel. Aber gut, das ist zum Graben nach Schätzen. Was mit deinem Speer, den du da hast, wollen wir den immer noch behalten, oder? Ich würde den erstmal noch behalten. Okay. Kannst du ja vielleicht auch erstmal in deine Truhe reinpacken. Ja. Für was braucht man eigentlich die Hämmer? Fische und alles kannst du hier auch verkaufen, oder? Bei dir ins Inventar geklatscht hab, Alex. Oder sind die Fische irgendwie noch wichtig? Die geben einfach nur Gold. Die Hämmer. Okay. Was? Die Fische, was? Können wir die Fische auch verkaufen oder sind die wichtig wegen Lagervorrat? Die Lagervorräte sind so wichtig. Alles, was Lagervorrat ist, ist wichtig. Ja. Okay, dann behalte ich das erstmal im Rucksack. Denk mal, dass so okay ist, David. Das ist jetzt nicht, was ich bei dir noch machen sollte. So, bei mir brauchst du es nicht sortieren. Ich drücke irgendwann auf Inventar sortieren. Ich habe nicht nur sortiert, ich habe Alex noch die Sachen rübergeschmissen, die totaler Müll waren. Damit du mehr Platz hast, weißt du. Du hast zwar zwei Rucksäcke und zwei Alchemiebeutel, aber trotzdem. Du hattest vorher drei Rucksäcke und drei Alchemiebeutel, bevor ich mir die wieder rausgenommen habe, weil ich es aus Versehen zu dir ins Inventar gepackt habe. Jusen hat auch noch Geld. Geben wir Alex auch mal. Ja, noch mehr Geld. Also der hat jetzt noch ziemlich viel Geld von uns. Also wir können da noch ordentlich verkaufen, wenn ihr noch was habt. Nee, wir sind jetzt, glaube ich, durch, Digi. Jo. Außer das, was jetzt noch unten in deinem Inventar liegt. Okay. Jibidobi. Ist alles weg.
Wack für den guten Swag. Pilar, du könntest jetzt die Flammen der Sphäre mit reinnehmen, glaube ich. Du meinst lernen, oder was? Nee, die hast du schon im Inventar, die musst du nur auswählen. Also die könntest du anstatt der Unsichtbarkeit einfach rausmachen. Dann kannst du den einfach nachher wieder auswählen, wenn du Alex, ich sag mal, wieder vorher unsichtbar machen willst. Aber so hättest du dann das Feuer mit drin. Ne? Wenn ihr jetzt so Bücher habt oder so, dann geht nochmal kurz ins Lager, dann haut ihr in eure Truhen rein. Wie tausche ich das denn nochmal aus, David? Du gehst auf dein Zauberbuch, dann drückst du auf Unsichtbarkeit drauf, dann ist es weggeext und dann machst du da drunter die Flammkugel. So nochmal. Auf mein Zauberbuch da oben, dann nehme ich das da raus und das da rein. Alles klar. Ne, hau rein. Okay. Ich habe einen neuen Stab. Du könntest aber auch das Schlafen rausnehmen und dafür die brennenden Hände mal ausprobieren. Wenn ich so dicht rankomme, klar, hast du recht, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Weil da steht sogar bei Rettungswurf, die Ziele allein dennoch den halben Schaden. Also selbst wenn du die, wenn du fehlschlägst, machst du trotzdem immer noch Schaden. Ja. Genau, weil dann kannst du deine Schmiere machen und danach sofort die brennenden Hände und dann gehen die sofort alle in Flammen auf. Mhm. Vielleicht effektiver als den Teppich davor machen, weil die meiden ja irgendwie auch den Teppich mittlerweile. Also. Aber du könntest auch noch Wundheilungen mit reinnehmen bei dir, ne? Anstatt nur die eine Heilung. Ja, aber das, da muss ich jemanden anfassen. Ja, okay. Hey, Weiß. Ja, soweit alle chicky und bei dir? Weil ich werde hier, ich habe noch diese Heilbeeren drin. Okay. Die wollte ich nächstes Mal ausprobieren, um zu gucken, wie, was die verbrauchen halt. Jusen, denkst du wirklich, dass du besser drin wirst im Geige spielen? Irgendwann. Da steht immer schlechter Auftritt, wenn man auf dich drauf kommt. Oder schlechtes Auftreten. Ich weiß ja nicht, was ich machen kann, damit es besser wird. Naja, du bist ein Grobmotoriker, du hast nicht viel Geschick. Also wird es, denke ich mal, eh nichts. Ja, da kann ich dir nicht wirklich bei helfen. So, meine Lieben, wo wollen wir denn dann hin? Warte mal, wann war das? Ne? Karte und Quest. Achso, wir haben ja immer noch die gleiche Quest. Tippitoppi. Ne? Den Anführer im Goblin-Lager haben wir noch nicht gefunden und den Typi auch noch nicht. Naja, wir sind ja da in diesen Keller reingerannt. Dann. Ja, stimmt. Wir müssen also dann erstmal nach oben weiterlaufen, wenn wir da dann wieder gerade sind. Oder hier unten weiter. Naja, mach ich ja, aber von unten nach oben. Ja, ja, genau. Ja. Naja, ich dachte oben über die Brücke und dann nach links vielleicht, oder? Jo, hallo von Weiß. Aber du hast David vergessen. Halte zurück. Ja, dann erstmal wieder ins zerstörte Dorf, oder was? Na, wir sind doch. Achso, nee, wir sind hier. Ja, klar, müssen wir, ja. Und dann ist weiter. Ja. Wollen wir hier auch mal die drei da hinten. Guck mal, da sind Alter, auch noch, da steht auch ein großer drin, ne, Alex? Ja, deswegen Feng, Stock und so. Wollen wir da mal reingucken? Also wir können reingucken, aber meinst du auch angreifen mit reingucken? Oder? Nein, nicht angreifen. Ich würde sagen, Jusen geht da einfach mal rein, weil der ist ja ein Ork. Naja, warte, lass erstmal speichern. Warte doch erstmal. Mein Gott, Alter, mach doch nicht immer gleich alles, was man sagt. Naja, kannst da gleich rein. Du weißt ja nicht, was passiert. Nix. Ich bin ein Halbrock. Ja, wow.
Darf ich laufen, Taya? Ja, los. Das ist genehm. Splinte. Verpiesel dich. Splinte, du kannst ja mal versuchen, ob du alles werfen kannst. Okay, ich bin gespricht, Leute. Ja. Schön weiß. Ich denke. Du kannst den zuhören, ja. Mehr geht nicht, ne? No chicken. Dice log fish. Ich spreche, Alter. Ich hoffe, Digi, dass sie nicht viel mit dir zu tun haben. This quarrel sells brothers. Ich glaube, der eine ist dein Cousin. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Ich glaube, ja, eins ist sein Kind. Stranger. Wie er das auf seine Hüften gedrückt hat, weiß ich gar nicht. Oh, food. Bist du Freund oder Frau? The mark is her measure. Show is the brand of the absolute. Uiuiui. Ui. Okay, also täuschen wäre ich. Barbar. Barbar und einschüchtern könnte ich eigentlich machen, oder? Oder Paladin und einschüchtern. Aber Paladin hätte ich plus zwei. Na, du bist ja kein Barbar, Barbar oder? Auch. Ah, stimmt. Doch, ich bin Barbar. Ja. Das ist Jusen nicht. Ist Barbar wirklich Tank? Gibt's da nur einen Barbar? Barbar ist doch eine andere Klasse als Jusen spielt. Nee, Jusen ist ein Barbar. Ich bin Barbar. Nee, er ist ein Paladin. Er ist ein Barbar, ein Paladin. Okay. Genau, ja. Ich bin Barbar. Ja, das ist ja meine Frage. Kann ja auch sein, dass er beides ist. Kommt er auf die Rasse und die Klasse? Ja, nee, Paladin ist er auch, aber ein Alter. Barbar ist seine Klasse, Digga. Naja, das, genau. Darauf wollte ich ja gerade hinaus. Paladin ist seine Religion. Bonus hinzufügen. Okay, kann mir jemand einen Bonus geben? Oder? Ja, kann ich. Also David kann. Nicht ich. Ich kann bewusst das Ding aufmachen. Ich habe gedacht, wenn da auf Bonus hinzufügen steht und ich drück drauf, kann ich mal was hinzufügen, aber dann sehe ich bloß, was David hinzufügen kann. Aber vielleicht kriegen wir ja später noch Sachen, die wir hinzufügen können. Naja, klar, es kommt ja auch auf die Situation an. Friends. Ich kann das angreifen, wenn du Bock hast. Na, jetzt hast du gerade zu Freunden gemacht. Dann. Ich geh erstmal auf Klo, ihr macht das schon. Ist das ein sehr wortgewandter Roger? Ja. Ja, willst du die Eier kraulen usen oder machst du jetzt zwei? Ich mach drei. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. Ja. And this land proves particularly. Fruitful. Oh, hier ist fruchtbar, okay. Eins. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. Aha. I am a gourmand. Du sprichst, was du frisst? Mhm. And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course. Will er dich jetzt dann doch essen, oder ist sein Anmachspruch einfach bloß ein bisschen komisch? I've no use for the absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. Mhm. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest save my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Es gibt Alternativen. Okay, aber das kann hier jetzt praktisch werden, wenn wir wirklich weitergehen. Das ist gar nicht schlecht, dass wir die noch entdeckt haben, glaube ich. Sag mal, vergesst Goblins, ihr solltet für mich kämpfen. Solltet ihr mal probieren. Du bist aber auch ein Ork, oder nicht? Ich bin ein Halborg, ja. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Oh, okay. 500 Gold. Barbar einschüchtern, ihr könnt... Einschüchtern könnten wir auch. Barbar einschüchtern könnte ich wieder, ja. Kannst du Paladin einschüchtern. Ja, aber Paladin bin ich immer noch so unsicher, wegen, da ich ja Eidbrecher bin. Aber es bringt trotzdem plus 1, oder? Aber ich glaube, er kriegt dann nicht wieder minus 1?
Also Paladin und Barbar und Einschüchtern ist beides dasselbe. Also. Na, dann mach lieber Barbar, ja. Oder wollen wir ihm Geld geben? Aber das Geld hat nicht gerade Jusen im Inventar, sondern Alex. Und ich weiß nicht, ob es noch 500 Gold waren. Wo ich das letzte Mal geguckt habe, hattest du 600 irgendwas. Ja, komm, wollen wir das verkacken? Aber komm, Glücksspiel, wir würfeln, oder Leute? Also würfeln. Also wenn du die Sachen schon hast, dann mach es. Ja. Oh! Alter Verwalter. Okay. Du musst jetzt Glück haben, könntest 6 Punkte dazu kriegen, also musst du Minimum eine 14 oder besser würfeln. Ja. Besser wäre eine 17. Ja. Es sind 2. Das geht jetzt richtig nach hinten los. Alles. Gut, dass wir gerade. Vielleicht kannst du normal würfeln. Gucken. Nope. Nee. Schade. Such sweet suggestions. Welche süße Vorschläge. Have a care. Wir hätten die 500 Tacken zahlen sollen. Naja, ein Versuch hat der Wert. Ja, wir können die 500 immer noch zahlen. Ich kann auch Paladin und Einschüchter probieren. Du kannst das nochmal probieren, los. Leute. Was denn? Schade. Und der hätte sogar die... Oh, Alter, ein... Einer, ja. So genau, weil es gibt ein Glücksspiel keine Chance. Glücksspiel keine Chance, ja. Okay. Ich dachte, er wäre wortgewandt. Er sagt wieder das Gleiche. Kannst du es jetzt nochmal versuchen? Ne, jetzt nicht mehr. Haben wir genug Gold, Alex? Wie viel haben wir gerade bekommen? 600 haben wir irgendwie, ja. Soll ich mal probieren, es einfach so klicken? Versuch ihn zu bestechen. Aber wir haben ja gespeichert, wir können es nochmal probieren. Stimmt eigentlich. Dann mache ich erstmal jetzt Gold, oder wollen wir es nochmal probieren? Das ist die Frage. Das wäre ja geil, wenn wir einen Zauberspruch kriegen würden und Peiler den lernen könnte. Wenn wir sie rufen dürfen. Ich weiß ja nicht, ob das ein Item ist, was wir... Wenn wir die jetzt auf unsere Seite holen, dann kämpfen die, glaube ich, mit uns gegen die Goblins, wenn wir das jetzt noch schaffen. Wenn nicht... kämpfen wir gegen die Goblins und dann kann es sein, dass am Ende die drei Dicken noch mit auftauchen. Die müssen wir dann auch noch platt machen. So denke ich mir das gerade. Ja, stimmt, dass die Goblins die weiter bezahlen. Dann richtig, also Jusen kann ja mal kaufen, mal gucken, was passiert und sonst, wie Alex gesagt hat. A serenade to my ears and a boon to my belly. We've a bargain, my tasty kibble. Okay, tasty kibble. Take my boon. Ah, ist ein Item, okay. Der sagt ja, dass er dir eine Rolle gibt zum Rufen und dann... Ja. So, aber vielleicht müssen wir nur einmal die Rolle nutzen und ein Zug später sind sie da, das wäre schön. Ich denke mal. Then Ogre eats them. Well spoken. Indeed. Ogre kill everyone around. Also jetzt wissen wir schon mal, was wir bekommen. Wir können trotzdem nochmal neu laden und nochmal zweimal die Chance versuchen, ne? We will keep close. When you are ready, sound the horn. Wir können es ja auch versuchen nochmal, dass jemand anderes das probiert. Aber ich. Naja, aber. Bessere Bonus als mein gibt's eigentlich gar nicht. Ich glaube auch nicht, dadurch, dass. Also, ich habe Weisheit und Charisma. Ich glaube nicht, dass ich da was ausrichten kann. Sonst könntest du es vielleicht versuchen, aber ich glaube, David kann da auch nichts ausrichten, weil. Täuschen und überzeugen war auch. Und überzeugen geht auf Charisma.